Okay, nächstes Ziel. Spinon. Blut des Wächters. Was soll dieses Bild zeigen? Das ist... Ich weiß nicht, wie ich dieses Bild deuten soll. Ach ja, nicht vergessen, dieser Geheimweg hier. Wollte ich kurz wieder sagen. Okay. Ich habe wieder vergessen, das Fenster zuzumachen. Egal. Naja, jetzt müsst ihr keine Kätzchen mehr suchen. Jetzt könnt ihr einfach uns auf das Spiel hier konzentrieren. Zwei gibt es hier. Botengang für Damon. Beschützer des Idol. Botengang für Damon. Jemand, der den Mann dazu bringt, seine Ware billiger zu verkaufen. Ich warte im Hafen. Ein Job von Damon? Bitte sprich mit Damon Hafen, um zu erfahren. Ja, ich weiß, wo der Hafen ist. Das Supermaus konstruiert, holen Sie sich Ihre Was? Der war davor nicht da. Hey, nochmal vielen Dank für Ihre Hilfe mit den Käfern. Dieses Mal werde ich Ihnen helfen. Ach, wir wirklich, danke. Ich möchte, dass du mir das Supermounts Kostümset kaufst. Und zwar zu, so billig wie möglich. Das war's? Es ist ein Spielzeug von dem Helden Ihrer Fernsehserie. Eines Fernsehserie. Die Kinder lieben es. Es ist überall ausverkauft. Ein Händler schlägt nun seinen Vorteil daraus und verkauft es zu horrenden Preisen. Und ich soll versuchen, eins so billig wie möglich bei ihm zu erstehen. Kein Problem. Aber warum warten Sie denn nicht einfach auf die nächste Lieferung? Weil mein Enkel morgen Geburtstag hat. Er wünscht sich so sehr eins. Ach so, ich verstehe. Dann werde ich ihn eins zum Schnäppchenpreis besorgen. Der Händler sollte auf der Brücke stehen. Ich hoffe, du hast Erfolg. Hey Wichser, verkauf es billiger. Sonst steche ich dich ab. Hier ist das super beliebte, super ausverkaufte Super Mons Kostümset. Wer mir das Geld bar auf die Kralle gibt, kann sofort eins haben. Hallo, ich hätte gern eins. Du hast Glück, das ist das letzte Kostümset. Wie viel kostet das denn? 10.000 Ringe. Ich hab genau 10.000 Ringe. 10.000? Ich dachte, das sei ein Kinderspielzeug. Okay, weil du es bist, gebe ich dir einen Sonderrabatt. 6.000 Ringe. 6.000? Mir bleibt nichts anderes übrig. 6.000 ist immer noch billiger als 10.000. Ganz genau, das ist ein Rabatt von 4.000. Na gut, ich habe wohl keine andere Wahl. Schließlich ist es das letzte Kostümset. Red, was redest du denn da? Das ist immer noch maßlos übersteuert. Ah, puh, das war knapp. Beinahe hätte ich das Geld hingeblättert. Red, sei vorsichtig, du musst den Preis noch weiter runterhandeln. Ich weiß. Aber ich will es unbedingt haben. Dann macht es 6.000 Ringe. Na, was sagst du? Im Ernst, machen Sie es billiger. Im Ernst, das ist doch viel zu teuer. Tut mir leid, ich kann mit dem Preis nicht weiter runtergehen. Wirklich nicht, gar nicht. Das ist Ihr allerletztes Angebot. Mal sehen. Wie wär's mit 3.000 Ringen? Ich kann wirklich nicht weiter runtergehen. 3.000? 3.000? Ist immer noch zu teuer. Das ist immer noch zu teuer. So werden wir uns nicht einig. Wie du meinst, möchtest du es denn wirklich haben? Na klar, aber es ist einfach zu teuer. Das heißt also, wenn ich es günstiger mache, kaufst du es auch? Ja. Okay, warte mal kurz. Ich mache dir einen Vorschlag. Sie gehen im Preis runter. Ich werde es mir überlegen. Wenn du jemand einen Brief von mir bringst, dann reden wir nochmal über einen Rabatt. Ich mach's. Sie lassen mir keine andere Wahl, ich mach's. Aber ich erwarte einen saftigen Rabatt, wenn ich den Brief für Sie zustelle, klar? Den wirst du auch bekommen, hier ist der Brief. Geheime Briefempfang. Was für ein süßer Briefumschlag, ist das etwa ein Liebesbrief? Psst, kein Wort zu niemandem darüber, okay? Keine Sorge, ich werde schweigen wie ein Grab. Der Empfänger ist... Meine geliebte Fräulein Flo? Meint sie etwa die Questmaklerin? Ich kenne sonst niemanden, der würdig wäre, diesen Namen zu tragen. Und jetzt geh. Und komm nicht ohne eine Antwort zurück, okay? Verstanden. Der alte Kerl steht auf junges Fleisch. Naja, wer nicht. Was ist das? Ein Brief für mich? Flo, ich wurde gebeten, Ihnen diesen Brief zu geben. Danke, ich werde ihn sofort lesen. Red, ist das etwa ein Liebesbrief? Ich denke, das war die Intention dahinter. Und? Wie sag ich es am besten? Schluck. Ich weiß gar nicht, warum ich so nervös bin. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, aber ich kann wirklich nicht.
Oh, ihr abgeblitzt. Oh, dann entschuldige Sie bitte die Störung. Nein, nein, keine Sorge. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit. Oh, Abfuhr bekommen, alter Sack. Ist halt so. Tut mir leid, dass ihr so lange gedauert hat. Das war nur 30 Sekunden. Ich habe Ihre Antwort. Oh, und? Ich weiß nicht so recht, wie ich es Ihnen sagen soll. Nun halt mich nicht länger hin. Gib mir einfach die guten Nachrichten. Oh je, was sage ich ihm denn am besten? Du bist ein Versager. Knallhart lügen. Sie war total aus dem Häuschen. Wirklich? Ja, wirklich. Warum machst du denn so komische Pausen zwischen den Sätzen? Sagst du auch die Wahrheit? Ja, auf eine Art. Auf eine Art? Was soll das heißen? Raus mit der Sprache. Na gut, sie haben es so gewollt. Gekonnt schön färben. Ich bin mir sicher, dass es klappen wird. Wirklich? Sie sagt, sie sei sehr geschmeichelt. Wirklich, wirklich? Endlich, endlich ist es soweit. Jetzt wird mein ganzes Leben besser. Juhu. Red. Ich weiß, sag jetzt nichts. Wegen dem Kostümset. Aha, das Kostümset. Hier. Es gehört hier. Und jetzt geh. Hey, ich hab's gratis bekommen. So ein Glück. Hast du es gesehen, wie genial ich handeln kann? Das nennt zu handeln? Was denn? Es hat doch geklappt, oder? Jetzt muss ich das Kostümset nur so schnell... Ach, das dauert doch nicht so lange. Hier. Da sind wir schon bei ihm. Hier, hast du kostenlos bekommen. Willkommen zurück. Wie lief's? Ich hab's bekommen. Genau das, was sie bestellt haben. Großartig, ich wusste, dass du es schaffen würdest. Ehrlich gesagt, das war das keine große Sache. Oh, da fällt mir ein, ich hatte dir gar kein Geld mitgegeben. Wie viel hat es denn gekostet? Ich brauchte kein Geld, ich habe es nämlich gratis bekommen. Was? Das ist ja unglaublich, hier ist deine Belohnung. 400 Ringe, hey, danke. Nein, ich habe zu danken, mein Enkel wird sich wie verrückt freuen. Ich sollte jetzt nach Hause gehen, danke nochmal. Naja, wir haben einen Menschen angelogen, der irgendwie falsch, der Gefühle für ein Mädchen hatte. Naja, wir haben wenigstens ein Kind glücklich gemacht. Juhu! Oh, ich hoffe, der nervt jetzt nicht der Flo hier. Beschütze das Idol, ich weiß schon, welches das ist. Kokona, wusste ich doch. Kokona ist doch diese egoistische Popsängerin, oder? Wir können nicht zulassen, dass man sie entführt. Kokona steht mit ihrem Manager auf der Brücke. Ich bin auch ein großer Fan von ihr. Bitte hilf ihr. Ficken. Also dann. Sie kann mal Schwanz lutschen, das Mädchen, Mann. Ganz ehrlich, das ist so eine... Hallo, schön, Sie wiederzusehen. Und, wer bist du? Werd ja nicht aufdringlich, Bürschchen. Schon gut, ich kenne ihn. Er ist ein Jäger. Du hast also meinen Auftrag angenommen? Ja, außerdem hat Schokolade darauf bestanden, sie zu beschützen. Hehe, wir lassen nicht zu, dass die Himmelpiraten ihnen auch nur ein Herrchen krümmen. Gut, dann erkläre ich euch jetzt eure Aufgabe. Heute Morgen haben wir eine Nachricht von den Himmelpiraten, die Heuler, erhalten. Dort stand, wir freuen uns, ihnen heute unseren Aufwartung zu machen. So eine Frechheit. Hier kommt ihr ins Spiel. Ich möchte, dass ihr unser Schiff eskortiert und Kokona beschützt. Der Job ist wie für mich gemacht. Wohin geht denn die Reise? Mein nächster Auftritt ist in Pharao. Wir müssen bald los. Bist du bereit? Kann's losgehen. Meinetwegen kann jederzeit losgehen. Okay, dann los. Ich werde mit ihnen fliegen, Kokona. Schokolade, du navigierst uns von den Asmodeus aus, okay? Überlassen Sie das nur mir. Ich verlasse mich auf euch. Juhu, Schlampe, yay! Dieses Miststück. Und zufällig hat ein Heuler das mitgehört. Hallo Boss, anscheinend hat sie einen Jäger zu ihrem Schutz engagiert. Gute Arbeit, weitermachen. War das nicht der Kerl, der dieses Lager zerstört hat? Sag mal, kämpfst du eigentlich oft gegen Himmelpiraten? Ja, das gehört zum Job eines Jägers dazu. Keine Sorge, ich werde sie beschützen, falls es zu einem Kampf kommen sollte. Danke! Danke! Was ist los? Die Himmelpiraten haben sich unseren Fersen geheftet. Bitte bleiben Sie in Ihrem Kabin. Sie sind da? Ich will die Räume untersuchen. Und scheiß Auto da hinten, sei ruhig.
Das könnte reichlich unschön werden. Bleiben Sie auf Ihrem Zimmer. Mache ich, ich verlass mich auf dich. Mit vielen Menschen rede. Vergiss nicht, wir bezahlen dich dafür, dass du Kokonas. Ja, fick dich, Manager, fick dich. Kannst Füße küssen. Anpussen. Teile einbauen. Erweitern. Okay, jetzt fehlt mir noch 12 Plätze, also jetzt insgesamt, wie viel Kristall, oh scheiße, wie viel brauche ich dann davon? Auf dem Deck sind Himmelbahnen, schnell beeil dich. Durch die mittlere Tür kommst du zum Deck. Okay, solange ich im Dienst bin, wird niemand gekidnappt, ja, ist klar. Aber erstmal will ich mir alles hier ausräumen. So eine Chance kriege ich nicht immer wieder. Es ist so viel Fleisch hier. Wie kann ich nicht durch diese Tür? Yay, ein Roboter. Okay. Ein Raum, der unnötig war für mich jetzt. Anscheinend ja. Okay, weiter geht's. Treten ein paar Himmelpiraten mal kräftig in den Arsch. Ficken, ich sehe euch. Das muss der Jäger sein, von dem wir gewarnt wurden. Beeindruckende Schnelligkeit. Danke. Okuna wartet bereits auf mich. Lass mich durch. Ach, wenn du mich so nett bittest. Nein. Leckt das jetzt gerade so? Okay. Aber erstmal hier alles untersuchen. Ist gut, dass ich alles erst untersuche. Ach, geh weg hier. Scheiß Roboter, wirst sowieso bald abgeschrottet hier. Das war doch mein Kampf. Komm, Kokuna, meine Süße. Was ist los? Nichts, ich gehe zurück ins Schiff. Was ist? Die Himmelpiraten sind in der dritten Kabine. Bitte geh sofort dorthin. Sie greifen nur offenbar in den Wellen an. Anscheinend haben sie einen Plan. Die dritte Kabine ist unten rechts von Harp. Oh ja, ich weiß. Habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass es diese Kabine sein sollte. Das war's. Hier ist ein Weg zu Ende. Ja. Ich komme. Eigentlich müsste ich einen Cut machen, aber erstmal werde ich mal das hier
Erstmal will ich mal das hier zerstören, das nervt doch irgendwie. Und wir sehen uns im nächsten Part.